motif pour nous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler. Also wir sind kurz vor der Grenze nach Guatemala, im Maya-Land, wie der Glenn so schön bemerkt hat, und haben unser nächstes Zimmer bezogen in einer Ecolodge. Und so sieht das hier draußen aus. Terrasse. Irgendwie mitten im Dschungel. Ja, und so sieht das aus an einer Ausgrabungsstätte, die nicht ganz so bekannt ist. Ja. Da sind nämlich keine anderen Touristen. Nur wir sind da. Früher waren mal hier auch mehr. Bonam Pak Maya Ruin. So 600 nach Christi. Mitten im Dschungel, fast ganz alleine, suchen wir eine Maya-Stätte. Ich nehme mal die Treppe. Und die haben sie noch nicht ausgebessert, oder? Nö, nee, ist noch so wie die original. Geile Sache. Ich bin jetzt ein Maya. Bist du denn ein gewöhnlicher, oder? Sehe ich aus wie ein gewöhnlicher? Nee. Siehst du? Ich bin nämlich hier der Meister aller Reusen. Deswegen habe ich auch nur eine Frau. Ach so. Ach. Schon ganz schön hoch. Die hatten aber kleine Füßchen. Ja. Weil die ganzen Butzen hier sind mir irgendwie ein bisschen zu klein. Wo ist der Palast von mir? Ich kann ihn nicht wiedersehen. Das ist ja auch irgendwie ein Opferstein, oder? Oh. Oh. Mitten im Dschungel. Das sind jetzt noch Originalmalereien. Also angeblich waren das Schlafzimmer. Kann ich mir zwar nicht genau vorstellen, aber ganz gut geschlafen und jetzt geht's zum
Frühstück. Lassen wir uns mal überraschen, was es hier bei den Mayas so gibt. Mais. Dias. Ein Vogelnest. Hier haben wir jetzt heute gefrühstückt und jetzt geht es nochmal 590 Kilometer. Google sagt 12 Stunden bis Marina Chiapas. Ja, wahrscheinlich werden wir noch einen Zwischenstopp einlegen müssen. Es gab Omelette und Pancakes. Alle sehen zufrieden aus. War's lecker? Ja, einmal. Auf dem Weg nach Tapachula haben wir wieder eine schöne Straße gefunden. Hier schütten sie noch den Asphalt runter vom LKW. Puh! Riecht gut. Wir machen Siesta irgendwo im Nirgendwo an der Grenze zu Guatemala. Gibt es hier auch einen Shop mit Getränken und kleinen Snacks. Also Tankstellen haben wir hier schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Adresse 75. Adresse 350. 350. Ist gut? Okay. Lass ihn mal machen, er macht das bestimmt nicht zum ersten Mal. Fertig, danke. So, unsere nächste Unterkunft, die Villa Ciciscao.
werden wir jetzt beziehen. Es ist ziemlich frisch, also es sind 22 Grad nur. Wir müssen also schon ganz schön weit oben in den Bergen sein. Und da hinten ist schon unsere Cabana direkt mit Seeblick. Und das hier vorne ist der Campingplatz. Und da ist unsere Cabana. Cabana. Oh, guck mal hier. Wir möchten natürlich hier vorne schlafen. Nee, Mama hat das nicht gesagt. Weil da können wir ja aus dem Fenster gucken, direkt auf den See, weil wir haben sonst immer nicht so viel Wasser. So, jetzt also gestern ist war da Matratzentest. Was hier. Sagt? Hier ist besser. Das ist besser? Ja, das wird witzig. Okay. Und welches hat der Glenn sich jetzt ausgesucht? Ah, das ist nämlich ein Fachmann. Matratzenfachmann. Und Hunger hat er auch schon wieder. Seit 5 Tagen schleppt er das Zeug schon mit. Mhm. Und jetzt wird es endlich gegessen. Jetzt haben wir mal endlich erfahren, warum es immer Limette und Salz auch zum Bier gibt. Wir haben gedacht, wir müssen einen Tequila bestellen, aber brauchen wir gar nicht. Die Annette, die erklärt uns jetzt, warum das so ist. Fragen hilft manchmal. Also die gute Frau hat mir gerade erklärt, dass man die Zitrone hier so auf den Rand träufelt. Dazu kommt dann ein bisschen Salz. Ich hoffe, ich schütte es nicht gleich rein. Falls das nicht. Den nächsten Schluck alles schon weg, dann muss ich ja für den nächsten. Ja, natürlich, deswegen ist die Zitrone ein bisschen größer. So, und dann trink mal. Cheers. Cheers. Gar nicht schlecht, wenn das Salz nicht so körnig wäre. Bier wird salzig. Tschüss. Na dann. Ich wäre jetzt gut behandelt. Ja. Der Glenn, der übt schon mal Flechten für seine Tochter. Ja. Für meine Tochter. Töchter. Oh, siehst du, das kriegst du Arbeit. Bitte gib mir gleich 4 Stücke auf einmal. Oh ja, das ist mein Ding, ne? Nicht mein Problem. Genau. Wir sind wieder in den Bergen, haben ein kleines Problem. Irgendwas hat plötzlich geschliffen. Und es könnte sein, dass es die linke Radausschale war. Die haben wir jetzt befestigt. Und da ist überall Nebel. Nach 12 Tagen 1740 Kilometer sind wir wieder zurück in Marina Chiapas. Und jetzt hoffen wir, dass die Boote noch alle liegen. Ach ja, die liegen noch. Und werden jetzt erstmal Abendbrot essen und dann entspannen. Filmabend. Alle lächeln nochmal schön. Ja.
Quand il a droit, faut tweeter ma paix ou donne-moi la voix.